Okay, was haben wir hier? Es ist wieder soweit und wir haben eine weitere Folge der Fanpost. Nur noch kurz vorab, heute gegen 17 Uhr bis 19 Uhr werden wir wieder Fanpost streamen. Schaut gerne rein, wir werden hier auf YouTube streamen, auf meinem Kanal. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Fanpost-Episode. Fanpost, let's go! Right. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben eine Mewtwo-Prisma-Karte, die es so gar nicht gibt tatsächlich. Das ist eine Fanmade-Karte. Ah, die sieht geil aus, ne? Nice Artwork. Ist, glaube ich, aus dem Kinofilm, kann das sein? Amnesian Psycho Card, 170 KP, Prisma Mewtwo. Nice, cool. Okay, wir haben hier Generation und ein Lego Batman Set. Die guten Booster sind das. Die guten Booster sind das, sage ich euch. Das Batman Sammelkartenspiel. Können wir einfach mal öffnen. Keine Ahnung. Meint ihr, wir ziehen Batman? Lego Batman? Boah, crazy, Alter. Wir haben hier Poison Ivy, keine Ahnung, wer das ist. Den Batcopter. Okay. Oh, Ultra Brainiac. Als, keine Ahnung, Holokarte. Okay. Generation. Wunderbares Set. Glaubt ihr, wir ziehen hier irgendwas drin? Dieses Set ist bekannt für seine wunderbaren... Ich sag es ja so, ich sag mal so, wenn wir hier was ziehen, sparen wir uns dieses Pack hier auch für das andere Opening, okay? Machen wir so. Wie ist der Kartentrick? Sind das auch 1, 2, 3? Ich habe ein bisschen Panik, hier was zu falsch zu machen. Dementsprechend schauen wir da einfach mal rein. Generation. Wisst ihr, wie geil dieses Set ist? Das gab es halt nur in den Spezialboxen. Und hier haben wir Chance auf Doppel-EX. Doppel-EX. Das ist fantastisch. Vielleicht ziehen wir ja das Zapdos oder das Arctos. Ich glaube, das sind die wertvollsten Karten aus diesem Set. Wir schauen mal. Wir haben eine Wasserenergie. Dann haben wir ein Nebulak. Ich mache mal ein bisschen heller hier für euch. Ich glaube, das ist... Und auch nochmal ein bisschen... Ah, das ist zu hot. Vielleicht gehen wir auf Full-Hot-Modus für Glurak. So, wir haben einen Nebulak. Krabby. Oh, da glitzert schon irgendwas. Wir haben eine Elektroenergie. Flegmon. Gardevoir Full-Art. Sehr geil. Mit Kirlia und Trasla drauf. Das ist ein schönes Artwork. Okay, und dahinter können wir ein Double Trouble landen. Tatsächlich. Bisafloor EX. Kommt noch dahinter. Gutes Pack. Selbstgemachtes Booster haben wir hier. Und einen Brief mit einem Bautz drauf, ne? Sehr persönlich, der Junge. Hallo, ich bin Leo und komme aus Fockenrot. Und schaue mir regelmäßig deine Videos auf YouTube an. Ich habe da ein paar Karten und ein Kukuna in Shiny als Bügelperle dazu. Können wir mal schauen. Ist das das Kukuna? Was ist das denn? Das ist ja super sweet. Sieht eher aus wie eine Gurke anstelle eines Kukunas. Aber das ist die shiny Form von Kakuna, Leute. Grün. Bügelperlen. Wann habe ich das letzte Mal Bügelperlen denn bitte benutzt? Es ist so krass. Ah, sind schon... Oh, hier ist eine ältere Energiekarte, glaube ich. Hard Gold zur Silver Starmie. Sehr cool. Lobcaps. Eine Fake-Karte für meinen Fake-Ordner. Kommt gleich beiseite. Quappos Hard Gold. Ja, es sind Hard Gold-Karten. Und das ist sogar eine Karte aus Gym... Challenge oder Heroes? Ich glaube, es ist Challenge. Da haben wir hier eine Karte aus Neo Revelation. Schönes altes Set. Mantax aus Genesis. Delta Species müsste das sein. Tausch. Ein Warblu. Ein Code für euch. Noch ein Code. Noch ein Code. Noch ein Code. Also schöne alte Retro-Karten noch dabei, ne? Was manchmal natürlich schöner ist, tatsächlich, also finde ich persönlich, als GX-Karten. Also ich freue mich mehr über alte, schöne Retro-Karten. Ne, die mir auch Erinnerungen geben, weil das ist genau die Zeit, wo ich halt damals gespielt habe, so, ne? Das waren die Karten aus meiner Kindheit. Wisst ihr, bei den Retro-Openings versetze ich euch in die Vergangenheit und bei der Fanpost versetzt ihr mich in die Vergangenheit. Super nice. Komische Paket. Es riecht milchig, es riecht milchig. Chat, was sagt ihr? Was könnte hier drin sein? Ich habe keine Ahnung, was hier drin sein kann. Es riecht milchig, es ist aber keine Milch. Wir machen es auf, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, da ist keine Ratte oder sowas drin, ey. Steht hier ein Absender drauf? LOL, das ist Sabrina! Sabrina, Alter, wenn hier irgendwie, ne, Vanille-Kakao oder sowas drin ist, ne, da gibt's Rasterlocken, ich sag's dir. Aber warum ist das so nass geworden? War das von der Post vielleicht oder so? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir schauen rein. Bäh. LOL, what?
Was? Das ist ein Pokémon Heart Gold Soul Silver Triumph Display. Wie lange ist dieses Paket schon bei mir? Das ist meine alte Anschrift noch. Das Paket ist mindestens seit 2 Jahren hier oder so. Dieses Display ist inzwischen... Das ist anders heftig. Und das ist sogar noch in einem relativ guten Zustand. Ihr müsst das so wissen. Dieses Display hast du vor 1-2 Jahren für 100-200 € auf Amazon sogar noch gefunden. Ich habe mir da selber von ein paar gekauft. Und auf einmal sind die explodiert im Preis. Ich glaube, es ist nicht 600 wert. Ich glaube, es ist grob bei 400 gerade. Das ist halt unverschämt heftig, ey. Also wir werden das Ding definitiv öffnen, wenn Sabrina es möchte. Wenn Sabrina sagt so, yo, ich möchte das Ganze gerne zurückhaben. No problem at all, Sabrina. Du kannst es gerne zurückhaben. Ich bin der Letzte, der da Nein sagt. What the fuck, warum halt auch? Aber das ist ja, das ist... Ich hab da jetzt mit einem Milchgetränk gerechnet. Das riecht nach Vanillemilch. Für alles, was du für uns tust, danke für... Es ist wieder Sabrina, Leute. Viele Leute denken wahrscheinlich, Sabrina gibt es gar nicht. Sabrina ist irgendein Bot von mir, dass ich mir selber was schenke, ne? Okay, Chat, wir haben jetzt gerade die heilige Fieben an. Sabrina, du weißt ganz genau Bescheid, ne? Wenn du irgendwas wieder zurückhaben willst oder an jedem, der dir was schicken sollte, ihr könnt es gerne zurückhaben. Gar kein Ding. Schreibt mir bloß eine Mail oder bitte einen Brief oder sonst was. Alles ist cool. Kriegen wir hin. Okay, was ist hier drin? Sabrina sagte, für alles, was wir tun, haben wir 3 Karten. Das können Trolls sein, es können aber keine Trolls sein. Ich bin gespannt, was sagt ihr? Was ist hier was? Und ich müsste Sabrina wirklich mal ein kleines Fanpaket zukommen lassen, ey. Okay, wir öffnen hier die erste Karte und haben hier... Oh, 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 oh. Ist das eine reale Karte? Das ist eine reale Karte! Ist das eine Mega Glurak EX? Aus Flammenmeer? Secret Rare? Wisst ihr, wie selten diese Karte ist? Ich habe noch nie so eine Karte in der Hand gehabt. Das ist eine Secret Rare Glurak. Wir haben vor kurzem Flammenmeer Booster geöffnet und haben daraus Kangama Secret Rare gezogen mit dem Goldrand. Das anderes Level. Weißt du, durch diese Folie sieht das halt so unfake aus, weil die halt so matt ist. Crazy, ey. Okay, wir machen die nächste auf. Okay, das ist immerhin, wie ich sehe, zum Glück eine Fake-Karte. Holy shit, ey. Sabrina, bitte schick mir nicht alle deine Sachen, ey. Was ist denn los? Nochmal zur Info. Sabrina ist jetzt kein Kind oder sowas, ne? Sabrina ist eine erwachsene Frau. Also da alles, voll, was Leute denken hier. Nee, nee. Aber wir haben ja ein Hoodie in Rainbow. Eines der besten Pokémon überhaupt. Boah. Die habe ich auch noch nie in Rainbow gezogen tatsächlich. Ja, vielleicht müsste ich Sonne und Base Set auch nochmal holen. Oder ist ein Stunde der Wächter? Ich glaube, der ist im Base Set aber. Könnt ihr mich gerne korrigieren im Chat, wie gesagt, ne? True Stream mit Sabrina. Sabrina, komm vorbei, wir machen das. Aber die Rainbow Glurak Giga Dynamax Karte wird es halt nur... Oh. What the fuck, Alter, was ist das? Ich kann nicht jede Woche hier Mewtwo Jax Test Tube bekommen von euch. Was ist los mit den Jungs hier und Mädels? Wisst ihr, ich weiß nicht mal, wie ich reagieren soll darauf. Ich weiß nicht mal, wie ich darauf reagieren soll. Die ist in einem guten Shape, ey. Holy shit. Guckt euch das an. Was ist die wert? 40 € oder sowas? Die ist teuer halt, ey. Die ist halt einfach... What the... Guckt euch mal an, wie die glänzt hier, ey. Das ist so crazy. Ja, Leute. An alle Leute, die das jetzt gerade auf YouTube sehen, im Video. Bitte. Ich will jeden Kommentar heute sehen mit Hashtag Sabrina Liebe, ey. What the... Das ist crazy. Dieses Format Fanpost kann ich eigentlich komplett Sabrina gönnt nennen, ey. Also Sabrina, ich weiß nicht. Ich werde dir irgendwas zukommen lassen. Ich weiß noch nicht was. Du wirst aber irgendwas von mir bekommen. Irgendwas von mir willst du bekommen, ey. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Ich fühle mich schlecht, wenn ich das hier öffne. Ich fühle mich schlecht. Wenn ich hier nochmal gleich einen Brief lese von Sabrina. Der wird nicht geöffnet.
Der wird legit nicht geöffnet. Den schicke ich so, wie er ist, wieder zurück, ey. Da hast du einen Discord-Server. Nee, den habe ich nicht. Wir hatten mal einen, aber da ich selber nicht da drauf bin und ich möchte das niemandem zumuten, haben wir keinen Discord-Server mehr. Okay. Was haben wir denn hier? Wir haben ja Holon-Karten aus... Oh, nee, bitte nicht. Aus dem wunderbaren Set Phantom Forces. Wir haben ein Dämmendes Zwirrlicht, Mangunio, Mimikma, Kaniwana, Oliolo, Molunk, ein Holo Gifloor als Rare, Aranestro als Reverse. Also sie ist jetzt nicht in Perfect Shape, aber... Ich weiß legit nicht, was ich heute zu der Fanpost sagen soll. Chat. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es einfach nicht. Wisst ihr, ich hatte so Bock auf diese Fanpost und jetzt bekomme ich diese Briefe mit... Ich sag mal, die Karte ist auch in dem Zustand trotz dessen 15, 16 Euro wert halt, ne? Ultimative Kratzer hier so, aber es ist halt einfach fantastisches Artwork. Ein Booster, was irgendwie rumlag. Ich weiß nicht, wo das drinne war. Tatsächlich, das lag im Karton drinne. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Könnt ihr das gerne mal anschauen. Ich wollte es nicht privat öffnen. Dachte mir, wenn, dann mache ich das vor der Kamera. Gucken, was wir hier drin haben. Wir haben hier eine Feenenergie. Glumanda. Ninja-Junge. Und Codekarten. LOL, no! Okay, das war unexpected as hell. Ich habe jetzt mit einer Codekarte gerechnet. Nicht mit Big Hände Geraldine. Das ist eine richtige Weep-Karte. Das ist eine richtige Weep-Karte. Also, was haben sich die Leute gedacht, als sie diese Karte gemacht haben? Was hat sich der Illustrator gedacht? Ja, wie stellen wir dieses 10-jährige Mädchen so hin, dass sie nicht aussieht wie 10. Dominik ist das hier, an dem dieser Brief geht. Super cute, oder wie klein er ist. Schon echt ein süßer Brief. Hier haben wir ein paar Sleeves wieder. Schauen wir mal. Wie süß, die Folienpolizei. Hi Zero, seit März 2020 schaue ich deine Videos. Und die sind sehr unterhaltsam. Ich selber sammle auch Karten. Oder jetzt habe ich auch alle Karten... Oder bis jetzt habe ich auch alle Karten gesammelt und jetzt nur noch die guten Karten. Okay, mein Lieblings-Pokémon ist Mew. Aber damit die Folienpolizei nicht mehr kommt, habe ich für dich 5 Chimchar-Foils reingemacht. Noch eine Frage. Würdest du mir, da ich keine Mew-Karte habe, die Blattenergie unterschreiben? Vielen Dank. Bleibe gesund. Ich glaube, ich kann dir auch eine Mew-Karte reinpacken, wenn ich eine Mew-Karte gerade finde. Gar kein Problem. Mit vielen Grüßen. Dommy. Folienpolizei und Chimchar drauf. Super süß. Super süß! Hallo Dario, ich heiße Brian und wollte dir mit dieser Fanpost etwas... Oder wollte dich mit dieser Fanpost etwas überraschen. Du hast mich dazu inspiriert, wieder mit den Sammeln der GX Full Art und Goldkarten anzufangen. Ich hoffe, dass dir die mitgeschickten Karten und Bilder... Ja, es sind Zeichnungen dabei, gefallen. Und du mich, wenn es geht, grüßen würdest. Grüße gehen raus auf jeden Fall, Brian. Da mein kleiner Bruder auch daran beteiligt ist und wir die Idee hatten, bei dem Fanpost-Video dabei zu sein, haben wir kurzerhand entschieden, ach komm, lass machen. Ja, warum nicht, ne? Mach einfach machen. Einfach machen. Leute. Okay. Rüstungs-Mewtwo. Das ist eine gute 8. Rüstungs-Mewtwo ist immer geil. Und der God himself sind halt, ich glaube, das sind abgemalte Illustrationen. Ich finde es halt sehr beachtlich, sowas abzumalen. Aber ich finde es cooler, neue Posen selbst zu erschaffen, sage ich mal, ne? Also für abgemalte Sachen, definitiv crazy. Definitiv crazy gut. Ne? Auch die Details, die da drauf sind. Not bad. Definitiv nicht. Ich habe damals probiert, immer freihand irgendwas zu zeichnen. Hab's nie hingekriegt. Sah immer scheiße aus. Necrozma. Diese Pose von Necrozma kenne ich zum Beispiel nicht. Das könnte... Obwohl, das sieht schon sehr detailliert aus. Ich weiß nicht. Sieht sehr geil aus. Aber ich kenne jetzt tatsächlich so eine Pose nicht. Okay, hier sind die Booster-Karten. Chup, 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 chup. Wir können wieder dasselbe Spiel machen. Wer will mit mir pokern hier? Eins in den Chat, wenn Riolu hier drin ist. Nope, nope, nope. Ich kenne das auch nicht. Okay, wir gucken, was wir hier haben. Leafeon, Fully Purba, GX.
Sehr geil. Das Ultra Prisma. Eine wunderbare GX-Karte. Ist sogar sehr stark. Eine gute Fähigkeit, meine ich. Grandidas! Stunde der Wächter! Auch nice. Wenn wir diese matten Foils halten, ne, wo die Karten so milchig drin aussehen. Ah, Nico. Auch wieder nie wieder geprintet worden, ne, die Ultra-Bestien. Nie wieder. Also als große Karte, so als GX oder ähnliches. Palkia hier auch aus Ultra Prisma. So ein bisschen kenne ich die Sets inzwischen auswendig. So ein bisschen. Xerneas. Sehr cool. Dann haben wir, ich sage, wait, Yveltal. Holy! Bruder! Okay, noch ein Tipp. Meint ihr, das ist ein Dialga? Ja, nein, Arceus, Grandiras, Dialga, Glurak, Rayquaza. LOL, Wellenbrecher Marinus! Mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet, Alter. Auch keine wertvolle Karte, aber eine wunderschöne. Okay, was haben wir hier? Talk about that. Glurak aus dem Evolution Set, ne? Nicht aus dem Base Set, Leute. Don't raste aus. Aber das ist trotzdem eine heftige Karte. Boah, guckt euch das Foil an. Das ist krass. Das ist eine verdammt schöne Karte. Feuerwirbel, 150 KP, 200 Abzug. Leute, für mehr Fanpost, lasst gerne ein Däumchen da. Schaut gerne heute um 17 Uhr, wie gesagt, im Livestream vorbei. Euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis nächstes Mal.